Thanks all, and welcome to another edition of Ship Shape. I'm your host, Community Manager Jared Huckabee. Hallo und herzlich willkommen zurück auf dem Crash Academy Channel. Wir haben ein neues Voiceover für euch und nach unserem ersten Blick auf die Starfarer haben wir uns also dieses Voiceover genommen, wo wir es uns nochmal ganz detailgenau angucken. Das ist allerdings noch ein etwas vorherigerer Build, das heißt, es ist noch nicht die Version, die sie jetzt im PTU aktuell im Hangar ist und dann auch in den Live-Release kommt. Jared Huckabee und John Crew sowie Corentin Beaumont, einen Namen, den Jared Huckabee übrigens nicht aussprechen kann, stellen uns hier das Schiff nochmal im Detail vor. Es fehlen noch ein paar Sachen, die jetzt aktuell schon drin sind, aber nichtsdestotrotz wollen wir gerne diese Möglichkeit nutzen, dieses Schiff für euch wirklich im Detail nochmal durchzugehen und alles zu erzählen, was die hier wirklich für euch vorbereitet haben und was wir dann bald alle Starfarer-Fans im Hangar sehen werden. Wir haben also ein Schiff, was wirklich eine gigantische Größe einnimmt. Man sieht es schon, sie sagen auch nochmal dazu, dieser Hangar wurde extra erweitert. Es wurde ein zusätzlicher Raum geschaffen, damit die Starfarer überhaupt reinpasst. Und Jared Huckabee also nach vorne gehen und einmal sozusagen ein bisschen ums Schiff herumlaufen. Es ist das größte Schiff, was bisher bei Star Citizen überhaupt in Mahanga gelandet ist. Und sie erklären uns jetzt im Detail sozusagen nochmal, worum es da geht und was man alles sieht. Hier sieht man zum Beispiel in dem Bild, dass der Fuel Intake noch fehlt. Vorne in der Schnauze, man sieht, da fehlt noch etwas. Das ist aktuell im PTU schon drin. Das heißt, die sieht man jetzt. Was man hier auch schon sieht, sind die Bering-Kanonen, die an der Seite angebaut sind. Jared Huckabee fragte auch nach, welche Größe die haben. Die sind dann nämlich Size 4, also ziemlich massiv. Und grundsätzlich kann man eben sagen, dass sie darauf hinweisen, auch dass die Starfarer an sich nicht nur ein riesiges Schiff ist, wenn man das jetzt so in dieser Person anguckt, sondern gerade in der Third Person wird klar, wie massiv die Starfarer in ihrer Aufstellung und ihren Ausmaßen eigentlich wirklich ist. That's ridiculous. So, die drei von der Tankstelle, also im wahrsten Sinne des Wortes, führen uns jetzt also durch das Schiff durch, säumen es sozusagen von hinten auf und das Erste, was man natürlich sieht, sind die gigantischen Fuel Tanks, die dort dranhängen. Dazu gibt es auch gleich nochmal eine Erklärung. Sie erzählen jetzt erstmal Disgo Lando, wie er denn überhaupt in das Schiff reinkommt, nämlich von hinten über das Haupthangar-Tür. Ja, und erzählen zum Beispiel auch, dass jetzt momentan der Tankarm noch fehlt. Der ist noch gar nicht drin. Den gibt es tatsächlich auch in der PTU-Version noch nicht. Er wird aber kommen. Also das heißt, bevor die Leute fragen, ja, da wird noch ein Tankarm eingefügt. Was der Developer Beaumont noch erzählt, ist, dass man auf beiden Seiten jetzt jeweils eine Raffineriesektion hat. Das heißt, man hat quasi an der Starfarer dran zwei voneinander getrennte Raffineriesektionen, die einem dann helfen sollen, den entsprechenden Fuel auch herzustellen, den Treibstoff. Nachdem sich Disgo Lando jetzt nun erklärt hat, haben lassen, wie er das denn öffnet, ist er beeindruckt von dieser coolen Animation, wie sich die Laderampe hinten ausfährt, auch mit den schönen Relings an der Seite. Das würde aber auch bedeuten, was die Raffinerie angeht, dass man eine Seite austauschen kann, raffinieren kann und auf der anderen Seite eben zum Beispiel Cargo-Behälter dran packt. So this is a cargo bay you will have to there to be able to fit a lot of cargo, obviously. Als erstes zeigen sie uns also hier nun natürlich den großen Frachtraum. Tatsächlich von der Größe her vergleichbar mit dem ersten Southland-Hangar, den es gab bei Star Citizen. Das heißt, es ist ein gigantischer Raum, um eben Fracht zu und unterzubringen. Es gibt auch Sitze an der Seite, worauf nochmal hingewiesen wird, solche ja quasi Sperrsitze, Jumpsheets, wie man sie auch nennen möchte. Dort kann man dann auch andere Leute unterbringen. Und jetzt gucken wir uns einen Raum an, den Weezen und Dozer in ihrem Let's Play überhaupt nicht entdeckt haben. Und dementsprechend freuen wir uns, den hier vorstellen zu können. Dieser Raum ist ein Korridor, das Licht stimmt übrigens noch nicht, sagen sie an der Stelle, der zum Haupt-Airlock führt, also quasi zur Druckschleuse, mit der man das Schiff verlassen kann. Es ist ein völlig abgetrennter Bereich. Man befindet sich hier verortungsmäßig quasi direkt unter der Brücke, also das heißt in der Nase des Schiffes, und hat vor sich eben als erstes das große Airlock. Da sagt einer der Developer scherzhaft zu, er würde nicht empfehlen, hier rauszuspringen, wenn unten Gravitation herrscht. Da tut man sich nämlich wahrscheinlich sehr weh. Spricht eben für die Größe, man ist hier relativ hoch. Aber der Sinn eben der Sache ist, dass man eben einen komplett abgeschlossenen Teil hat. Anders als bei anderen Schiffen, wo die Airlocks
Decks, wie zum Beispiel der Constellation, tatsächlich auch im Living Quarter Bereich hier sind, haben wir hier wirklich einen Teil, der vollständig autark ist. Diese beiden, die Türen an der Seite, die sind dafür gedacht, dass dahinter Schränke quasi sind, wo man dann EVA-Suits stauen kann. Das heißt, die werden hier fest verortet sein, da kann man sie dann anziehen und dann entsprechend auch das Schiff im EVA verlassen. Die Sufferer ist eben als sehr, sehr großes Schiff dafür ausgelegt, dass man großteilig an Bord in zivilen Kleidung, in ziviler Kleidung oder entsprechenden Arbeitsanzügen rumläuft und nicht in die ganze Zeit in EVA-Suits. Während bei kleineren Schiffen, wie zum Beispiel der Cutlass oder vielleicht sogar der Constellation, es sogar angebracht ist, dass die Besatzung die ganze Zeit in einem, sagen wir mal, EVA oder zumindest notfallmäßig ausgestatteten Ausrüstung angezogen ist, also gekleidet ist. Das soll bei der Starfarer eben anders sein und bei anderen großen Schiffen. Und deshalb ist dieser Bereich eben vollständig abgeteilt. The cargo bay, where to next, guys? So, if you want first, you can close the cargo bay door. Wieder im Hauptladeraum angekommen, geht unsere Reise jetzt natürlich weiter. Erstens gucken wir uns mal die Animation an, wie diese große Laderaumtür sich schließt. Da sind sie ganz besonders stolz drauf, weil sie es eben sehr durchdacht ist. Ich finde auch, sie sieht großartig aus. Das bedeutet, hier hat man schon mal einen Eindruck, wie es sich dann später auch anfühlen wird, mit dem Schiff unterwegs zu sein. Es geht jetzt hier nach links, wenn man so will, also an die Steuerbordseite. Man sieht nochmal die Sitze, die dort angesagt sind, wo man eben die Crew dann auch für ihre jeweiligen Aufgaben unterbringen kann, wenn man zum Beispiel gerade selbst einen Jump-Sprung macht, also einen Sprung durch einen Jump-Gate. Wäre es hier die beste Möglichkeit, die Crew unterzubringen, während sie keine anderen Funktionen an Bord sozusagen wahrnehmen muss. Ist ähnlich wie bei der Cutlass, wo man eben auch zusätzliche Sitze hat, um die Crew im Zweifel unterbringen zu können. Das ist sehr, sehr wichtig, denn die Starfarer wird die Möglichkeit haben, sehr, sehr viel Crew auch mitzunehmen und dementsprechend auch die Möglichkeit bieten, dass diese Crew sozusagen irgendwo ihren Unterbringungspunkt hat. Und dementsprechend sollte es auch gegeben sein, sozusagen, dass man hier viel Möglichkeiten hat. Wir haben jetzt die Möglichkeit, hier zwei Wege zu gehen, die eigentlich ein Rundherumweg sind. Descolando wählt also den Weg über die Galerie, der einen zum Cockpit führt. Über die Galerie können wir den ganzen Frachtraum nochmal in einer Ebene höher betrachten und können uns das von oben nochmal alles anschauen. Und ansonsten geht es von hier aus dann weiter zum Cargo Management. Das ist also der Raum, der sich hier anschließt. An der linken Seite sieht man schon ein Kontrollinterface, was einem später die Möglichkeit geben soll, eben die Fracht zu verwalten. Unter Umständen auch eben automatisch zu B- und Entladen, also all diese Dinge zu überprüfen. Das ist hier an dieser Stelle angebracht. Und was sie noch, wo sie noch darauf hinweisen, ist, dass sie dadurch, dass das Schiff natürlich jetzt eine gewisse Größe hat, sie automatisch mehr Bezeichnungen an den Wänden einbauen konnten. Also wie man hier schon sieht, Escape 01, dort deutet der Pfeil hin, nämlich in Richtung der Escape Pods, die man von hier aus dann auf dem Weg zur Brücke finden wird. Und das ist natürlich eine ganz, ganz große Besonderheit, denn dieses Schiff ist tatsächlich so umfangreich, dass man sich das genau überlegen muss, wo man denn hinläuft. Ja, und damit gehen wir jetzt in die nächste Seite, nämlich zu den Escape Pods. Room for people from the bridge to get to. Six Escape Pods. Hier befinden wir uns also in dem Hauptraum für die Escape Pods, die insbesondere für die Brückenbesatzung gemacht sind. Worauf wir jetzt gucken, sind tatsächlich Atmosphärengeneratoren, die zumindest sicherstellen sollen, dass wenn alles drumherum kaputt ist, man ein wenig Luft übrig hat, um zumindest noch in die Escape Pods zu kommen. Wir haben hier 6 Stück angebracht. Es gibt aber noch mehr und die sind direkt hinter der Brücke und dort gehen wir jetzt hin. Ja, und da sieht man schon das Problem an diesem Bild. Es gibt keine Sitze. Die sind allerdings im PTU U-Bild schon enthalten. Dort kann man sie sich schon angucken. Das heißt, wir haben an links und rechts jeweils am sozusagen Endteil, Nackenteil der Brücke jeweils 2 Sitze. Hier fehlen sie noch. Was man aber sieht, sind die Schienen auf dem Boden, mit denen die Sitze dann zurückfahren und sich ein bisschen drehen. Ähnlich wie bei der Freelancer, sodass man sich dann reinsetzen kann. Diese beiden Konsolen an den Seiten werden dafür gedacht sein, dass man von dort aus das Refueling macht. Das heißt, von hier aus wird gesteuert, sozusagen, welcher Tank angesteuert wird und so weiter und so fort.
Und den Arm wird man wahrscheinlich aber trotzdem manuell steuern müssen. In der Mitte, dort wo er sich jetzt reinstellt, da fehlt der Sitz für den Captain. Wir haben also wirklich voraus einen Piloten und einen Co-Piloten und einen eigenen Captain-Sitz. Das ist das erste Mal, dass es in einem Schiff tatsächlich einen Sitz gibt, der jetzt nicht direkt mit den Steuerkontrollen verbunden ist, sondern wirklich mit dem Captain zu tun hat als Kommandositz. Man sieht auch ein bisschen an den Panels und eben entsprechend an der Ausstattung, es wirkt tatsächlich wie ein Cockpit, wie man sich das vorstellen könnte, heutzutage von einer 747 zum Beispiel, wo man eben überall kleine Kontrollpaneele hat. Fenster, die direkt an die Seitenwaffenaufhängungen rausgucken, wo man dann das Blitzen des Mündungsfeuers sehen könnte. Das Cockpit ist sehr geräumig, ist grundsätzlich aufgebaut wie das auf einer Freelancer, allerdings eben deutlich größer. Inklusive 5 Crew-Positionen, die wir hier besetzen können, alleine im Cockpit. Und das ist eben ein großer Teil der Starfarer, die dann wirklich sich wie ein richtiges Schiff anfühlen soll, also wie ein tatsächlich vollwertiges Multicrew-Ship. Ja. Yeah. So this way. So on this way you can go to the exterior walkway. Zurück auf der Galerie gehen wir dann mal in eine andere Richtung, und zwar in den äußeren Umgang. Hier werden wir gleich feststellen, dass es ein bisschen Probleme mit der Kollisionsabfrage gibt. Disco Lando glitscht einmal hübsch durch das Schiffchen durch, hat aber sich schon darauf vorbereitet und hat schon geübt. Das bedeutet, er nutzt jetzt die Cry-Engine, um sozusagen zurück auf Position zu kommen. Er hat extra gesagt, er hat das vorher geübt, damit das irgendwie möglich ist, denn dieser Fehler war bekannt. Im PTU konnten wir den Fehler nicht mehr wiederfinden. Das heißt, es funktioniert. Außerdem erzählen sie, dass sie von hier aus, jetzt ist man eine Stufe höher, quasi auf Deck 2. Und hier befinden sich nicht nur die Living Quarters, die wir uns dann gleich auch noch angucken, sondern auch einige sehr, sehr spannende Maintenance, also das heißt Instandhaltungsröhren und Kanäle. Hier befinden wir uns in einer dieser Kupplungen. Ja, und dann erzählen sie, dass diese Portale, die sie jetzt gebaut haben, damit man wirklich weiter gucken kann, dass die in manchen Builds, in vorläufigen Builds manchmal noch nicht funktionieren. Das heißt, da muss man ein bisschen der Sache vertrauen und einfach durchspringen und dann geht es schon. Kennen wir übrigens aus dem PTU von Port Olisar. Da waren so schwarze Wände hinter den Türen und man dachte, man fällt ins Nichts, aber dahinter ging es dann weiter. Hier ist das genauso. Das ist noch eine Schwierigkeit, die sie ausbessern und die auch meiner Meinung nach im PTU schon viel besser ist. Wir befinden uns also in einer weiteren Kreuzung, wenn man so will, von den ganzen Maintenance-Tunneln, und von hier aus geht es dann wirklich in die Eingeweide des Schiffs. Man sieht, hier sind schon Displays an der Wand, wo man einige Komponenten auch direkt über ansteuern werden können und auch vor allem den Status sehen kann. Außerdem sieht man auch 2 Jump Seats, die sich so ins Bild schieben. Also das heißt, auch hier kann man Crew unterbringen, im Zweifel gerade die Engineering Crew. Und jetzt wird es wirklich spannend hier in diesem rot schimmernden Korridor. Dort befinden sich dann wirklich tatsächlich die Innereien des Schiffes. Man sieht so Leitern, die wiederum ein Deck höher in den entsprechenden Korridor führen. Und das Ganze mutet natürlich schon sehr, insbesondere wenn man sich diese Seite anguckt, wie die Jeffrey's Tubes an, die man aus Star Trek kennt, wo die Leute dann so durchkrauchen dürfen. Das macht auch Disco Lando hier an der Seite. Also tatsächlich liegen müsste man hier nicht, sondern es würde reichen, wenn man in die Crouch Position, also ins Knien sozusagen reingeht, in die geduckte Haltung. Was wir links sehen, sind Mockups, wenn man so will. Also das heißt wirklich vorläufige Compartments für die Komponenten, die man hier dann austauschen und reparieren können soll. Das ist tatsächlich die Hauptaufgabe der Engineers, wenn etwas beschädigt ist oder etwas nicht richtig funktioniert, das in diesen Röhren hier händisch zu tun. Von hier aus geht es dann weiter, wieder durch so ein Portal hindurch, ja, in den etwas größeren Maintenance-Bereich. Hier kann man dann wieder aufrecht stehen, aber von hier aus wird man, das fungiert tatsächlich momentan nur als Korridor, das heißt wirklich für Leitungen, um dann das alles miteinander zu verbinden. If you want to go to the rear turret, on the side. In dem Raum sehen wir also, dass wir schon mal 2 weitere Escape Pods haben. Die befinden sich jetzt aktuell auf der linken Seite. Das hängt damit zusammen, dass es sehr, sehr weitläufig ist, und von hier aus auf die Brücke zu kommen oder zur Brücke zu kommen, ist ein langer, langer Weg. Wir werden gleich feststellen, dass Disco Lando so das ein oder andere Problem noch mit der Kollisionsabfrage hat. Das heißt, er wird etwas durchs Schiff glitschen, dann auf den Fuel Tanks unten hängen bleiben und sich versuchen neu zu verorten. Und dabei kann man aber schon sehen, die Fuel Tanks selbst, da funktioniert die Kollisionsabfrage, und die Designer weisen uns hierbei freundlich darauf hin, dass diese Fuel Tanks auch Schaden nehmen können. Das heißt, man sollte nicht davon ausgehen, dass die unverletzlich sind.
sondern dass, wenn man dort unterwegs ist mit der Starfarer, dass man auch sehr, sehr gut darauf aufpassen muss, dass man da nicht zu einem fliegenden Feuerwerk wird, sondern wirklich tatsächlich die Fueltanks gut schützt, beziehungsweise das Schiff entsprechend versucht, aus den Kämpfen fernzuhalten. Descolando hat inzwischen zurückgefunden, hat allerdings gleich mal die Orientierung verloren, was ich sehr gut finde. Er findet dann den Weg, darum freut er sich riesig, dass er jetzt den richtigen Weg gefunden hat, während die Designer den falschen vorgeschlagen haben. Man sieht also, was hier durchaus passieren kann. Man kann sich gerne in diesem Schiff schon verlaufen, es ist so groß, dass man hier wirklich viele Möglichkeiten hat, den falschen Weg einzuschlagen. Jetzt, wenn er aus dem Fenster guckt, sieht man ganz, ganz wunderbar, wo wir uns gerade befinden. Nämlich quasi in einem der Arme, das ist, wenn ich jetzt richtig verortet bin, der Steuerbordarm, direkt über den Fueltanks, die darunter angebracht sind. Hier in diesem Korridor kommt man zum hinteren Turm. Das heißt, es ist der hintere Steuerbordturm. In den kann er sich jetzt leider noch nicht reinsetzen, weil auch hier die Sitze fehlen. Es wird aber so sein, dass diese Sitze nach dem Retaliator-Prinzip angebracht sind. Sie sind zwar von Misk, aber das Prinzip wird wie die unteren Türme der Retaliator funktionieren. Das heißt, man setzt sich rein, wird umgedreht und fährt dann kopfüber quasi in den Sitz hinunter. Also dieses System hatte sich da sehr gut angepasst und die Community hat es sehr befürwortet, warum sie es auch hier mit übernommen haben. Ja, und man sieht sozusagen diesen engen Korridor. Ich glaube tatsächlich, dass man einen guten Job machen will als Turmschütze, denn wenn da drunter, direkt unter dem Hintern von einem die Fueltanks in die Luft fliegen, weil man das Schiff nicht gut verteidigt, kommt man, glaube ich, nicht viel weiter. Das möchte man nicht haben. So this is the main engineering room. So we go through this door here. Vom Turm aus sind wir also im Main Engineering gelandet und das als erstes glitschen wir da durch die Wand zum Gravitationsgenerator. Es ist wie gesagt noch ein sehr, sehr vorläufiger Build, den sie uns hier präsentieren in diesem Video. Deshalb war er auch noch nicht fertig für den Release. Das ist jetzt alles inzwischen gefixt und verbessert worden. Mit dem Live-Release soll es dann alles vollständig begehbar sein. Ihr werdet sehen, wir werden gleich ein bisschen die Orientierung verlieren. Hier kann man jetzt nur sagen, das ist auf jeden Fall der Gravitationsgenerator, der das Schiff in eine künstliche Gravitation versetzt, sodass man herumlaufen kann. Das, was quasi in der Engine gerade noch nicht so richtig funktioniert, soll dieses Teil dann wirklich darstellen. Was mir aber auffällt bei dieser ganzen Aktion ist, wenn er selbst durch die Wände glitscht, ihr seht, wie viele Details da verarbeitet sind. Das heißt, ihr seht wirklich, wie das Innere da aussieht. Er benutzt jetzt die Cry-Engine, um versuchen, sich so ein bisschen hin und her zu transferieren. Aber wenn ich mir diese ganzen Teile da angucke, die alle fürs Schadensmodell gemacht sind, das heißt, die alle einzeln auseinanderplatzen und zerstört werden können, da steckt schon eine Menge Arbeit hinter. Also das ist unglaublich detailliert. Und jetzt hat er es geschafft und ist quasi wieder mehr oder weniger auf sicherem Fuße unterwegs. Wir werden es gleich sehen. Von hier aus hat er jetzt ein Fenster an der rechten Seite. Dieses Fenster ist eben dafür gemacht, um in einen Teil des Engineerings reinzugucken. Das ist der Hauptthruster, eins der Haupttriebwerke in der Mitte, was hier sozusagen sein Ende findet und was von hier aus gesteuert werden kann, angesteuert werden kann. Das sieht man jetzt hier. Er zeigt es jetzt in der Ansicht von außen. Ist also quasi komplett raus aus dem Schiff. Man sah, wo man sich befand, quasi wirklich am Heck, direkt über dem großen Intake und über dem Hauptthruster. Sie sagen jetzt hier, dass man hier jetzt nicht nur den Hauptturm sieht, der oben drauf sitzt, sondern sogar Fenster in den Seiten drin, von denen man in das Schiff reingucken kann. Er geht an die Steuerbordseite. Traditionell ist die Steuerbordseite immer die Seite, wo der Kapitän sein Quartier hat und so auch bei der Starfarer. Hier kann man nicht von außen ins Kapitänsquartier reingucken. Und ja, was amüsiert Descolando da ganz besonders, es sind höchstwahrscheinlich die Bettbezüge, die dort eingebaut sind. Die gucken wir uns dann auch nochmal an. Er fährt jetzt mit der Cry-Engine rein in den hinteren Teil und zwar zu dem Laufsteg, also der Gangway, die dort hinten angebracht ist, wo man dann direkt die entsprechenden Fueltanks ansteuern kann. Gravity when you're flying around, so you'll be able to come out of here. Dieser Walkway hier, der einen in das Äußere bringt des Schiffes, befindet sich, wie gesagt, zwar im äußeren Teil. Das heißt, man wird hier einen EVA-Suit tragen müssen, um hier hinzukommen. Aber er wird Gravitation enthalten. Das heißt, man wird hier keine Mac-Boots brauchen. Und eine Frage, die jetzt Descolando direkt stellt, weil er jetzt hier gerade zwei Designer hat, ist tatsächlich, warum das Schiff einen Spoiler hat. Und die schlichte Antwort darauf ist, ein Spoiler macht es schneller. Ja, damit ist er auch zufrieden. Man könnte natürlich sagen, es hätte
hätte vielleicht auch in Integritätsdinge. Das bedeutet, dass die beiden großen Kolumnen da wirklich zusammengehalten werden. Aber das Spannende ist, dass sie jetzt erzählen, dass sie tatsächlich das schon im Spiel in Crusader getestet haben mit einer kleinen Crew von Developern. Sie haben tatsächlich sich dorthin gestellt, wurden beschossen. Es hat auch soweit schon funktioniert. Das heißt, man hat hier ein Gravitationssystem selbst, um die auch Fuel Tanks entsprechend einzeln zu verwalten. Und wo die jetzt ihn hinlotsen, die beiden Developer, sind die beiden Ecken. Und hier befinden sich Fahrstühle. Das heißt, man kann von hier aus direkt in einen EVA-Room gehen. Das heißt, dort, wo man sich Anzüge anzieht, muss also nicht bis an die Nase des Schiffes sich dort einen EVA-Anzug anziehen, ganz das Schiff durch zurückrennen, um dort hier rauszukommen und die Tanks zu verwalten, sondern kann direkt von einem speziellen EVA-Room, der sich hier drüber befindet, mit einem Fahrstuhl runterfahren, sich den Anzug anziehen, Fahrstuhl runterfahren und ist direkt draußen. Das vereinfacht natürlich die Arbeit für die jeweiligen Engineers, die sich darum kümmern, deutlich. Discolando fasst dann zusammen, wir haben eigentlich alles in diesem Schiff. Wir haben Leitern, wir haben Treppen, wir haben eine Rampe, wir haben Fahrstühle. Das heißt, es gibt so ziemlich alles ist hier in diesem Schiff möglich. Und jetzt gehen wir nochmal von hinten rein, um nochmal quasi sich nochmal die Innenräume und auch die Living Quarters anzugucken und sehen nochmal, wie schön die Rampe hier auseinanderfährt. Ja, zurück in der Main Cargo Bay, dort wo die Transportwaren verstaut werden, soll es jetzt bis ins Top-Level gehen. Das heißt, von hier aus werden wir uns jetzt bewegen und versuchen, in den obersten Bereich einzudringen, also das oberste Level. Drei Decks hat das Schiff an sich schon und ja, hier spekulieren sie darum, dass es sehr lustig wird, wenn die Leute anfangen, versuchen, ihre 350R hier im Hangar zu parken und solche Experimente zu machen, natürlich vorbei an den ganzen Fuel Tanks. Das wird eine spannende Sache, da sind wir sehr gespannt drauf. Ja, und anstatt jetzt von hier aus auf die rechte Galerie abzubiegen, um wieder um den Cargo Bay rumzugehen, gehen wir jetzt tatsächlich in das Airlock. Das heißt, hier wird es eine Animation geben, ähnlich wie bei den Airlocks von Port Olisar jetzt. Das heißt, die werden dann entsprechend mit Dampf und entsprechend auch Luftfeuchtigkeit ausgefüllt werden, wenn man diesen ganzen Bereich hier ja unter Druck setzt sozusagen und dann mit den Fahrstühlen hier dann nach unten fährt, also tatsächlich sich hier vorher umzieht, dann den ganzen Bereich ja sozusagen ans Vakuum angleicht und dann von dort aus sozusagen direkt einen Zugang auf die Gangway hat, um das Schiff im EVA betreten zu können. Das ist dieser Bereich. Man kann von hier aus auch in die Cargo Bay gucken. Das ist das Fenster an der rechten Seite und man sieht schon, es ist überall mit Airlock gekennzeichnet. Und wenn wir jetzt zurück weiter auf die Galerie gehen, laufen wir einmal um die Cargo Bay herum und dann nochmal nach links, wo wir vorhin schon mal waren. Hier wird uns wieder passieren, dass wir durch das Schiff durchglitschen. Das ist wie gesagt noch nicht ganz fertig hier in der Animation gewesen und Discolando findet aber schnell seinen Weg zurück und auch den Weg über die obere Treppe. Wir erinnern uns, hier waren wir schon mal, sind dann dabei durch dieses Portal an der rechten Seite durch, aber jetzt soll es zu den Living Quarters geben. Ja, und die sind wie gesagt noch ein ganzes Deck höher. Dafür gibt es tatsächlich einen kleinen Fahrstuhl, den ich sehr neckisch finde, dass man sie den hier eingebaut haben. Nachdem dann Discolando auch den Use-Button wiedergefunden hat, wird sich das auch zeigen. Dieser Lift ist sozusagen einfach dazu gedacht, die Mannschaft auf die oberste Ebene zu bringen. Jetzt fährt er auch dann damit hoch und gleichzeitig sagen sie aber, dass da auch eine Leiter ist, zum Beispiel für den Fall, wenn die Energie an Bord ausfällt und man eben diesen Lift nicht mehr benutzen kann. Sonst würde man halt nicht mehr in diese Quarters reinkommen. You still need to get a backup here. Very cool. Something that will be coming with these for the hangar. At the moment our ladders only have one way of getting on there, you get on. Das erste, was einem hier auffällt, ist natürlich, dass sich hier schon die gesamte Ausstattung und vor allem die Farbgebung verändert hat. Das Ganze wirkt nicht mehr so, ja, sagen wir mal, arbeitstechnisch und sehr, sehr zum Teil bedrohlich durch die Farbgebung schon. Das heißt, macht einfach, dass eine gewisse Vorsicht und Achtung gegeben ist, wenn man sich in den anderen Teilen des Schiffes bewegt. Hier ist es sehr viel cleaner, sehr viel heller, sehr viel freundlicher. Dafür ausgelegt eben, dass die Crew sich hier eher wohlfühlen soll und eben für die soziale Komponente des Spiels zusammenkommen möchte. Da sind wir jetzt im Haupttrakt sozusagen für, das ist eben auf dem Level 3, die Hauptverbindungsader für die Crewmesse und die Quartiere. Von da aus gehen mehrere Türen eben ab. Man sieht schon den Einblick in die Messe und vor allem sieht man den Weg zum Hauptturm, das heißt zum Hauptgeschütz, der oben ist.
Da sieht man, unterscheidet sich die Farbgebung auch nochmal. Der Turm tatsächlich ist noch nicht begehbar, der Stuhl fährt noch nicht hoch. Er wird aber so sein, dass er abgeschlossen ist in sich. Das heißt, dass wenn ein Unglück im Turm passiert oder eine Explosion, wird man nicht aus der Küche rausgezogen sozusagen und dem Vakuum preisgegeben. Ja, die Messe hier an sich, inklusive der Küche, ist eben für die soziale Interaktion gedacht. Man sieht hier eine schöne Industrieküche quasi mit mehreren, ich nehme an, Mikrowellen. Sie haben auf jeden Fall davon gesprochen, dass es hier eine Eismaschine gibt und einen Müllschlucker, ganz typisch für amerikanische Kücheneinrichtungen, diese Inhalte. Und von dort aus sieht man auch, dass es zwei Oberlichter gibt. Das heißt tatsächlich zwei Skylights sozusagen, die von denen man in den Weltraum gucken kann, wenn man hier sitzt. Das soll angeblich jetzt schon sehr, sehr gut funktionieren, wenn man zum Beispiel im Quantum Drive unterwegs ist. Das haben sie schon im Spiel getestet, dass die Reflexionen wunderschön sein sollen. Das bedeutet, wir sehen, die Starfarer ist schon auf dem Weg ins Spiel. Das wird also schon getestet. Von der Messe aus geht es dann in das Captain's Quarter, das Büro, was sich hier als erstes anschließt. Ich finde das sehr geräumig, finde das eigentlich sehr, sehr cool, dass der Captain doch relativ viel Platz hat. Wenn er jetzt gerade nicht auf der Brücke ist, kann er hier seine administrativen Arbeiten machen und die Verwaltung des Schiffes übernehmen. Ja, und natürlich sein Schlafquartier mit dieser wunderbaren Bettwäsche. Discolando vergleicht sie mit Geschenkpapier, die er mal als Kind hatte. Die jetzt genau so aussieht und nach den Designern exklusiv sein soll für den Captain. Das heißt, nur der soll diese coole Bettwäsche haben. Ja, wer es mag, kann sie gerne behalten. Wir werden versuchen, sie auszutauschen, aber das ist natürlich jedem selbst überlassen. Der Captain hat auch ein eigenes Bad, ein kleines mit der typischen Einrichtung hier, dass man nämlich die Dusche direkt über der Toilette hat. Das sagen sie, ist die Zukunft, dass man direkt auf der Toilette sitzend duschen kann. Selbstverständlich wird es dann auch noch so sein, dass sich das eine entsprechend zurückfährt, also modular gestaltet ist, dass die Toilette eben nicht dort im Weg ist, wenn man duschen möchte. Aber als kleinen Witz ist es jetzt schon mal ganz witzig zu sehen, wie das sich dann aufbaut. Und wenn man vom Captain's Quarter dann zurück über die Messe und zurück in den Hauptverbindungsgang geht und dann nach links abbiegt, was der Discolando gleich tun wird, dann werden wir sehen, dass wir dort in den Crewquartieren landen, die natürlich nicht so geräumig und luxuriös sind wie das vom Captain. Hier sieht man viele Betten nebeneinander, so wird die Crew untergebracht werden. Ist aber auch, wie man sieht, schon relativ viel Platz. Also man wird hier eine Menge Möglichkeit haben, auch Crew unterzubringen, auch die länger sich hier ein- und wieder ausloggen können, entsprechend wo die Starfarer und mit wem man dann unterwegs ist. Deren angeschlossen ist dann eine kleine Umkleidekabine. Das bedeutet, hier wird man sich wird die Crew sich umziehen können für ihre jeweiligen Jobs und Aufgaben. Und das erste Mal, dass wir sehen, dass es tatsächlich unterschiedliche Waschräume bzw. Toiletten gibt für Männlein und Weiblein. Das vergleicht der Discolando gleich miteinander und meinte, es sieht alles noch viel zu ordentlich aus dafür, dass eine ganze Crew hier untergekommen ist. Aber das Schiff ist ja auch quasi nagelneu. Dementsprechend ist er gespannt, wie es aussieht, wenn die Leute mal eine Weile da drin gehaust haben und alles Mögliche voll mit Kram voll steht. Die Crew wird also hier die Möglichkeit haben, sich umzuziehen und von dort aus gleich in der Messe dann zu landen. Und außerdem geht es von dort aus direkt gegenüber in einen Teil, der uns wiederum ins Herz des Schiffes zurückführt, nämlich ein Maintenance Tunnel, also das heißt ein Wartungstunnel, ein Wartungsgang, wo man sieht, dass eine Leiter angebracht ist. Die Leiter werden sie auch gleich benutzen. Die Animation dafür ist noch nicht vollständig. Das sieht man auch, da kommt es noch zu Clipping-Fehlern und vor allem ist es so, dass in dieser frühen Version des Builds es tatsächlich auch so ist, dass er die Leiter nur zur Hälfte betreten kann. Das heißt, er kommt nicht wieder hoch. Das ist tatsächlich im PTU schon gelöst. Hier kann man die Leitern eigentlich alle vollständig benutzen und die Animationen stimmen auch schon. Das ist jetzt wirklich nur in der vorläufigen Version so. Man sieht also, man kommt auch direkt vom Oberdeck sozusagen per Leiter Sella relativ schnell ins Innere des Schiffes und relativ schnell runter, um eben sofort mit der Arbeit beginnen zu können, wenn man denn seinen Kaffee getrunken hat und sich umgezogen hat. Geht es von hier aus direkt weiter. Und hier landen wir also wieder dort, wo wir ursprünglich da angefangen haben. Das heißt, in dem Kupplungsgang, der uns dann wiederum zu den Quartieren führt. Von hier aus geht es dann nochmal in den letzten Raum, den sie uns auf jeden Fall zeigen wollen, nämlich in der große EVA-Raum, den es noch gibt, wo man sich dann entsprechend auch umziehen kann und wo auch die beiden Lifts wirklich verortet sind, die dann nach unten fahren. Also nicht nur die Druckschleuse, die wir unten an der Galerie gesehen haben, die einen nach außen führt, sondern hier soll es dann tatsächlich so sein, dass man wirklich runterfährt mit den Liften oder eben auch nach oben zum Gravity Generator. Das heißt, alles ist hier quasi miteinander verknüpft. Man sieht die Schränke oder hat die Schränke hinter einem gesehen, wo die EVA-Suits gelagert sind. Man sieht auf jeden Fall die Lifts, die an den Seiten sind.
Also hier ist sozusagen nochmal ein großer Dreh- und Angelpunkt für die ganze EVA-Mechanik, die im hinteren Teil des Schiffes stattfindet und vorne mit der Druckschleuse nicht mehr viel zu tun hat. Sie werden also, wenn das Schiff dann wirklich hangar-ready wird, auch tatsächlich eine Karte, einen Floorplan, einen Grundriss veröffentlichen. Es gibt sogar einen User im Forum, der das schon mal, bevor das überhaupt alles gestartet ist, getan hat und sich überlegt hat, wie die Starfarer von innen aussehen könnte. Und der lag so präzise, dass sie fast Angst hatten, dass er ihnen irgendwann mal über die Schulter geguckt hat. Und diesen Floorplan wird es dann eben auch geben, wenn die Starfarer für alle verfügbar ist, damit man genau die Möglichkeit hat, das Schiff sich wirklich nochmal vorher anzugucken, bevor man sich drinnen erstmal verläuft. We made some small changes to the... Zum Abschluss gucken wir uns noch das Äußere nochmal genauer an. Sie haben nämlich da auch ein bisschen was verändert, wie sie uns gleich zeigen werden. Gerade was die Thruster angeht, um dieses Schiff überhaupt bewegen zu können, wurden doch einige Veränderungen noch vorgenommen. Da die kleinen Thruster, die ursprünglich angesetzt wurden, die man an den Seiten auch schon sieht, niemals ausreichen würden, um das Schiff überhaupt vom Boden wegzukriegen. Die Starfarer wird also auch landen können, wird also auf Planeten landen können, ist natürlich der Sinn der Sache. Und sie muss von dort aus auch wieder wegkommen. Das heißt, Disco Lando geht hier um die Ecke rum, um diesen großen Flügel, wenn man so will. Und da sieht man quasi den großen Main Thruster, der dazu gedacht ist, dann eben die Starfarer auch vom Boden hochzukriegen, selbst wenn sie voll beladen und betankt ist, damit diese kleinen Thruster, die man dort auch sieht, eben überhaupt diese Aufgabe stemmen können. Das ist ein Mammutjob, der da gemacht wurde und die vor allem für das Fluggefühl der Starfarer sehr, sehr wichtig sein wird. Man sieht außerdem die Türme hier an der Seite, die angebracht wurden. Wie gesagt, kopfüber steckt man da quasi drin. Wird natürlich nach oben hin einen komplett begrenzten Feuerradius haben, das heißt nur nach unten hin wegfeuern können. Es sind reine Verteidigungstürme, es ist also kein Angriffsschiff, wie man dem Schiff auch hoffentlich schon entnehmen kann. Es ist für einen bestimmten Zweck gebaut. Und jetzt erzählen sie noch gleichzeitig dazu, dass sie also auch die Waffen alle inzwischen nacheinander resized haben, das heißt von der Größe her passend gemacht haben, dass sie zu den entsprechenden Slots passen und dazu matchen, und das ist tatsächlich noch eine Work-in-Progress-Aufgabe, das heißt, man sollte sich nicht irritieren lassen. Die neueren Waffen, wie zum Beispiel diese Ballistic Cannons hier von Behring, die passen schon ins Bild, die sind schon da, die sind schon so in der Größe, wie sie sein sollen. Alle anderen werden unter Umständen sich noch ein bisschen verändern in der Größe, und was wirklich auffällig ist bei dem Schiff und gerade bei der Größe, ist diese unfassbare Detailgenauigkeit, also die Art, wie hier gearbeitet wird, diese kleinen Hinweisschilder, die Nieten, die kleinen Streben, die man sieht, wie die entsprechenden Rohrleitungen, die da dran vorbeigehen. Es ist ein unfassbar detailgenaues Schiff, gerade für die Größe eine große Arbeit, und es ist wirklich was ganz, ganz Besonderes. Also die Leute, die gerade sich besonders auf die Starfarer freuen und besonders da sich für interessieren und auch mit ihren Leuten und ihren Freunden da spielen wollen, die werden sicherlich sehr zufrieden sein und dieses Schiff wirklich genießen können, gerade in seinen Ausmaßen und in dieser Art, wie man das betreten kann, begehen kann und überhaupt nutzen kann. Es ist eine ganz viel Arbeit passiert. Es wird allerdings auch gesagt, dass diese Arbeit noch nicht abgeschlossen ist. Es wird immer weitergehen, gerade wenn das Schiff dann tatsächlich so weit ist und flight ready wird, wird da sehr, sehr viel dran gemacht. Als größtes Schiff, was es momentan gibt, wird es eine Basis bilden für alles. To do this with us, this was absolutely worth coming in. Ja, das war's für diese Episode des Walkthroughs durch die Starfarer im Hangar. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr konntet ein paar Infos noch rausziehen. Ansonsten schaut euch auch mal ein, wenn ihr den First Look sehen wollt, wie Weasen und Dawser da durchrennen und sozusagen wirklich im ersten Moment sich das Schiff beeindruckend angucken, dann schaut mal in unser Let's Play dazu. Ansonsten abonniert unseren Channel, bleibt dran, wenn ihr neue Infos zu Star Citizen haben wollt. Liked und disliked die Episode und kommentiert in jedem Fall kräftig, wie ihr die Starfarer findet und ob ihr eine besitzt und ob ihr euch schon darauf freut, das Schiff dann wirklich im Live-Release anzuschauen. Je nachdem, wie schnell es dann auch wird. Wir sind sehr, sehr gespannt, was als nächstes passieren wird hier an der Stelle. Und wenn ihr auf jeden Fall natürlich unseren Channel nicht nur durch euer Abonnement oder durch eure Kommentare und das Teilen der Videos unterstützen wollt, sondern sagt, ihr wollt auch noch was für uns tun als Creator, dann geht doch mal auf unser Patreon-Profil. Dort werden wir euch auf jeden Fall die Möglichkeit geben, uns zu unterstützen und dafür natürlich auch noch eine kleine Anerkennung dafür zu bekommen. Das würde uns sehr, sehr freuen. Denn auf die Art und Weise können wir unsere Arbeit hier so fortsetzen, wie wir
sie jetzt machen und das Ganze auch zukunftsträchtig gestalten. In diesem Sinne, ganz, ganz herzlichen Dank fürs Zuschauen. Bleibt uns gewogen und ich freue mich sehr, sehr darauf, wenn wir die nächsten Episoden mit euch machen können. In diesem Sinne verabschiedet sich Sawyer von diesem Voice-Over. Bis zum nächsten Mal mit einem See you on the flight deck und Sawyer out.